Es ist der letzte Sonntag im Mai und das bedeutet, es gibt wieder Modellupdates und davon nicht zu wenig, es gibt wirklich einiges. Es ist vieles gekommen und es ist vieles angekündigt. Man könnte sagen, wie immer zuletzt, aber es gab auch schon ruhigere Monate. Heute ist es übrigens so, dass alles relativ ausgeglichen ist. Also es ist tatsächlich viel gekommen, es ist viel angekündigt worden. Und ich habe auch ein paar andere Infos, so dass das echt schön ausgeglichen ist. Eine Marke sticht so ein bisschen hervor, das ist Schuko. Von denen gab es viele Infos, auch ein paar Modelle, die schon da sind. Und damit können wir eigentlich auch starten. In dieser Schuko-Charge, sage ich mal, sind leider recht hochpreisige Modelle. Das sind alles Resin-Modelle aus der ProRes-Serie. Die sind dann halt alle weit über 100 Euro. Also was heißt weit? Im unteren 100-Euro-Bereich, aber halt über 100 Euro. Um es konkret zu machen, kam der Schlüter 1500 ohne Kabine und 1500 TVL dann mit der Kabine. Beide 120 Euro. Der mit Kabine, da bin ich mit 120 Euro recht gut dabei im Preis. Liegt auch daran, weil ich von dem einige Vorbestellungen habe. Also der läuft echt gut. Und da sind aber auch einige gekommen. Wenn ihr das Video seht, auch schon da, jetzt im Moment gerade im Zulauf, sind zwei Highlights, auf die ich ja schon ewig warte. Die Fortschritt 300-Serie in Kettenausführung. Da freue ich mich wie ein kleiner Fruchtzwerg. In Blau und in Braun-Grün, dieses typische eben, kommen beide ran. Leider wieder auch beide recht teuer mit 115 Euro. Allerdings sind das, glaube ich, richtig gefragte Modelle. Also zumindest die Vorbestellerliste ist recht lang. Und ich freue mich wirklich unglaublich, dass ich die bekommen habe. Leider nicht allzu viele. Also muss man mal gucken, ob ich da noch mehr ranbekomme. Auf jeden Fall richtig cooles Teil. Also von Bildern her finde ich die richtig cool. Ich bin super gespannt, die auszupacken. Und dann gucken wir uns die vielleicht auch mal in einem extra Video an. Fast genauso cool, zumindest genauso osteuropäisch angehaucht. Der Charkov 150, T150. Auf jeden Fall kostet der 125 Euro und sieht ziemlich cool aus. Habe ich leider auch nicht viele bekommen, ist auch nicht ganz neu das Modell, aber passt in die Serie ganz gut rein. Um uns von den krassen Preisen zu erholen, gibt es auch ein kleines Schnäppchen und zwar ein Sondermodell des JCB Fast Truck. Ist, glaube ich, ein Profi-Sondermodell, also von der Zeitschrift Profi. Coole Farbe. Ist halt von Prittens, also ist jetzt kein super Hightech-Sammlermodell. Sieht aber ganz gut aus und müsste genauso wie die Fortschritt auch jetzt da sein. Mit 45 Euro fast ein Schnäppchen. Also kann man wenig falsch machen. Anders sieht es da jetzt schon wieder aus. Ihr seht, an den Preisen haben wir nicht so viel Freude bei einem neuen Set von Ross. Das Pastor Morgan Set ist eine Egge-Krubber-Kombination und kostet auch wieder 100 Euro. Teuer. Teuer und gut, leider. Also, es ist im Grunde wie der Lemkin Skettiki. Der Name war so kompliziert. Ähnlich detailliert, also eigentlich genauso detailliert. Ein super Modell, halt einfach teuer. Also da könnte man nicht drum rum reden. Läuft okay. Also wer das Teil unbedingt haben möchte, der muss halt so tief in die Tasche greifen. Tut das auch. Ja, mal schauen, ob es das irgendwo mal rabattiert gibt. Bei mir leider nicht, weil Einkaufspreis ist auch schon echt teuer. Von Marge Models, da ist es ja im Moment tatsächlich etwas ruhig, zumindest für Margeverhältnisse, sonst kommt ja alle 3 Wochen eine neue Farbkombination. Da ist jetzt zuletzt gekommen, das ist jetzt quasi fast schon das älteste in diesem Video heute, das kleine Camper 460, kostet 65 Euro und die Scania-Serie, also die Hakenlifts in Rot, Weiß und Grau. 3 Achsen, Hakenlift, also wie der Volvo. Qualität ist margetypisch, kann super sein, man kann auch mal ein Montagsmodell haben. Mit 160 Euro nicht günstig, auch ja, auch wieder so wie es halt ist. Wer es haben möchte, der bezahlt den Preis eben.
Von Airtel gab es noch eine kleine Überraschung. Dort habe ich jetzt das erste Mal direkt Modelle bekommen. Sie sind leider, oder was heißt leider, typischerweise amerikanische Modelle, also der John Deere 9R540 und 7R330 kommen in der amerikanischen Ausführung, sind aber richtig gut. Also sie sind halt mit Zwillingsbereifung. Abgesehen davon erkennt man es eigentlich nur an Details. Also das Größte ist vermutlich noch die Warntafel, die am amerikanischsten aussieht. Sind aber beides wunderschöne Modelle. Der dicke, also der 9R kostet 95 €, der 7R 90 €. In diesem Zuge kam auch der IH1486 für 65 €. Ja, also die Traktorgeneration ist jetzt nicht mein Favorit. Läuft tatsächlich aber besser als die John Deere. Und ist nicht verkehrt, mit 65 € halt auch ein schöner Preis. Was jetzt etwas verspätet kommt, deswegen habe ich jetzt auch den Namen gar nicht im Kopf, ist ein John Deere Grubber von Ertel oder eine Egge. Ich habe sie noch nicht hier, ich habe sie nur am Rande kurz im Postfach gesehen, dass die jetzt lieferbar ist. Für, ich glaube, 75 €. Ja, schauen wir mal. Also ist, glaube ich, das doch das einzige John Deere Anbaugerät seit langem. Einfach seit langem. Damit wären wir durch bei dem, was zum Zeitpunkt des Videos da ist. Es wurde aber auch einiges angekündigt. Das trifft dann jetzt auf Juni zu, wobei teilweise auch etwas weiter. Einerseits, das ist vermutlich das Highlight in den letzten Wochen, dass Wenhuis Güllefass Profiline als Zweiachser und Dreiachser. Ja, also ich habe es bisher nur auf der Messe gesehen, da sahen die richtig, richtig cool aus. Ich durfte es nicht anfassen, allerdings sah es schon hochwertig aus. Also sah auch nach sehr viel Metall aus. Gucken wir mal. Sie sind leider auch recht teuer, mit 120 € für das Zweiachserfass und 130 € für das Dreiachserfass. Und um jetzt noch, ja, den Messerstich zu vollenden, sie kommen halt ohne Gestänge für den Preis. Das ist. Das tut weh. Sie sind leider wieder mal richtig, richtig schick. Tja, ein Müh günstiger hatte ich schon letztes Video erwähnt, nein, vorletztes Video von Ross. Geht's weiter mit den Muddy Editions. Da kommen jetzt diese Alpeco Dinger. Die werden 100 € kosten. Bei mir vielleicht 90. Bei den Preisen gehe ich nicht, ausnahmsweise komischerweise, gehe ich nicht mit, was andere Händler verlangen. Also so gut sind sie nicht verschmutzt. Allerdings läuft das Alpeco, auch wenn es gar nicht so die bekannte Marke hierzulande ist, deutlich besser als die Krone Pressen. Und vermutlich, das habe ich jetzt öfter gehört, weil die Presse, so wie sie verschmutzt ist, halt eigentlich nicht verschmutzt. Also ja, und ich meine, es kam ja auch, das habe ich auch erwähnt, hin und wieder das Feedback, dass sie etwas verbrannt aussieht. Die Krone. Die Alpeco sehen sehr gut aus. Sollen auch im Juni kommen. Wenn es wie beim Axion in Muddy läuft, dann vielleicht erst im Juli. Muss man mal schauen. Auch ganz nett und schon länger angekündigt von AT Collection müsste relativ zeitnah sogar schon kommen. Der VGM Rocky Stunt Kipper. Ein schöner kleiner Zweiachser. Ich vermute, es ist die gewohnte AT Collection Qualität. Da gibt es wenig zu meckern. Also nahezu alles aus Metall, super lackiert. Relativ wenig Mängel, wenngleich wir beim JCB, wo ich ja immer hoch gelobt habe, jetzt zwei, drei Kunden hatten, die leider auch ein Montagsmodell erwischt haben. Insgesamt muss ich trotzdem sagen, dass es immer noch eins der oder einer der besten Hersteller ist. Zusammen mit Wiking, würde ich mal jetzt pauschal so sagen. Auch hier habe ich ein bisschen was von Schuko gehört, allerdings nicht direkt von Schuko. Also es hat sich nichts dran geändert. Der Kontakt zu Schuko existiert eigentlich nicht. Es läuft über Dritte und Vierte. Dort soll im Sommer das ein oder andere Modell kommen. Einerseits, das habe ich tatsächlich direkt, also fast direkt gehört, der Unimog im Grün, der kann jetzt vorbestellt werden. Das ist vermutlich auch ja, das günstigste Modell von den dreien, vermute ich zumindest.
Vielleicht noch der Fortschritt HW80, der kommen soll, der könnte auch in dem Preissegment liegen. Und der John Deere 8400, zu dem habe ich die wenigsten Infos leider. Ich hoffe, dass ich da einige Stück bekomme. Das ist alles noch relativ grob. Soll im Juni, sage ich schon, nein, im Sommer theoretisch kommen. So ist es angekündigt. Allerdings kennen wir alle Schuko. Es verzögert sich auch gerne. Aber wenn Sie jetzt davon sprechen, dann hoffe ich, dass Sie vielleicht schon auf dem Schiff sind. Damit wären wir auch bei den Ankündigungen durch und es gäbe jetzt nur noch das Sonstige. Da ist zumindest ein was ganz spannend. Kommt aber zum Ende. Erstmal mit dem Axion 850 in der dreckigen Edition gibt es jetzt zumindest die Info, dass es so auf 300 Stück limitiert ist. Ich wusste es ja bis zum Schluss leider nicht. Das kursiert zumindest gerade, die Zahl. 300 Stück ist echt wenig, also wer da einen haben möchte, sollte zuschlagen. Ich habe noch 10 bis 20 Stück. Ja, aber täglich gehen welche raus und ich bin ausnahmsweise wieder mal mit der günstigste bei den Muddy Editions. Eigentlich bin ich nicht der günstigste und ich schlag mich auch nicht drum. Er ist aber halt einfach nicht mehr wert und bei dem Modell habe ich ausnahmsweise auch mal Spielraum, das zu verlangen, was er halt wert ist, ohne Verlust zu machen. Ansonsten gibt's noch die gute Nachricht für euch, für mich weniger, dass ich einige Produkte im Sale habe, einige 10 Euro runtergesetzt, manche auch deutlich mehr, die jetzt einfach mal raus müssen. Es liegt daran, dass ich Platz brauche, ganz simpel, weil jetzt im Juni halt wieder ein paar coole, teilweise auch große Sachen angekündigt sind, zum Beispiel die Fässer. Da muss Platz im Lager geschafft werden. Ja, im Sale gibt's also ein paar Sachen. Sind in der Kategorie Weiteres unter Sale, also auch ein bisschen versteckt. Ansonsten, wer das Produkt so findet und gerade will, der sieht auch den neuen Preis. Also das nur als Info am Rande. Kommt garantiert nicht oft vor. Ich habe es euch schon mal erklärt. Bei mir wird's eigentlich keine Sales geben. Jetzt ist es den Umständen entsprechend so weit gekommen. Ich hoffe, es bleibt eine Ausnahme. Und dann sollen sich lieber andere nackig machen. Das spannendste Thema wäre jetzt am Ende, wenngleich ich da nichts Konkretes habe, Weise Toys. Es ist so, dass ich viele Anfragen kriege, wann jetzt mal was Neues kommt. Ich habe heute extra nochmal vor dem Video angerufen und mich erkundigt. Man rückt noch nicht ganz raus mit der Sprache. Allerdings haben sie zumindest gesagt, dass innerhalb von 2 Wochen vermutlich die Info rausgeht, was denn jetzt kommt. Und mit der Info würde ich jetzt ganz persönlich, das wurde mir nicht gesagt, vermuten, dass es dann auch nicht mehr lange dauert, bis das, was angekündigt wird, auch da ist. Da bin ich sehr gespannt. Was gesagt wurde, es kommt einiges neu und einiges wieder aufgelegt. Für mich zählt dazu eigentlich der Xylon. Ich bin jetzt sehr sicher, dass der angekündigt wird. Also auch offiziell angekündigt. Ich meine, auf der Messe stand er schon. Jetzt erwarte ich dann auch die offizielle Ankündigung. Und dann, wenn das angekündigt ist, können wir auch mit den Vorbestellungen starten. Da freue ich mich. Generell Weise Toys Neuheiten sind immer cool, weil bisher, ich hoffe, das bleibt jetzt auch so, Weise Toys echt für Qualität steht. Und da bin ich sehr gespannt. Vielleicht, oder was heißt vielleicht, ich gehe davon aus, das nächste Modell-Update gibt es dann eine große Rubrik Weise Toys. Oder wir machen sogar vorher, wenn es ganz frisch ist, ein extra Video. Schauen wir mal. Damit sind wir heute am Ende. Es gab einiges zu besprechen und wir schauen mal, was nächste Woche kommt. Die Videos werden jetzt etwas spontaner, nicht immer so geplant. Deswegen kann ich es euch noch nicht sagen. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank für letzte Woche, für das Feedback und wir sehen uns dann nächste Woche. Macht's gut, ciao.